Steiermark 1, das Stadtgespräch. Ich freue mich, meine Damen und Herren, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu einem Stadtgespräch, bei dem meine Gäste das Thema sind. Zwei Herren, die Sie mit Sicherheit kennen. Zwei Herren, die auch ihre Wurzeln in Graz haben. Ja, jetzt sind Sie gespannt. Freuen Sie sich auf Assinger und Seeger. Herzlich willkommen, der Armin Assinger. Hallo. Herzlich willkommen, Robert Seeger. Hallo. Freue mich sehr, Hallo. Dass ich euch im Doppelpack so quasi hier bei mir im Studio habe. Das passt da ganz gut. Die Frage gleich auch an euch beide. Es ist noch so schön in meiner Erinnerung, Samstag, Sonntagmittag. Robert Seeger, Armin Assinger über den Fernseh-Äther, Weltcup-Rennen. Das ist ja jetzt nicht mehr so im Doppelpack, aber ihr seid euch noch freundschaftlich verbunden. Das werden wir immer bleiben, das war unser Leben. Ja, Armin. Ja, ich finde es natürlich auch schon, dass es uns da in der Form nicht mehr gibt. Das waren ja da mehrere Gründe dafür ausschlaggebend. War schade, wir waren super eingespielt und das ist ja das ganz Wichtige, wenn es Co-Kommentatoren gibt, dass der eine den anderen respektiert und dem einen den Freiraum gibt, den er braucht. Und dann aber man als Co-Kommentator auch wieder weiß, wo man auf Deutsch sagt, die Pappen zum Halten hat, weil der Leader dran ist und so weiter. Also das hat bei uns also das muss schon menschlich auch passen, dass man schon, das Geschäft so machen kann. Ich glaube, das Geheimnis unseres Erfolges war, dass wir nie was ausgemacht haben, sondern wir haben einfach drauf losgesprochen und haben uns ein bisschen führen lassen von den Menschen, die uns zugeschaut haben. Und was denen gefallen hat, das war eigentlich unsere Aufgabe, das zu erfüllen. Und so ist dieser Erfolg zustande gekommen. Mir persönlich tut es natürlich leid, dass das altersbedingt dann irgendwann einmal geendet hat. So alt bin ich noch gar nicht. Und ich schaue gar nicht so alt aus. Nein, Spaß beiseite. Ich habe nachgerechnet, es waren ungefähr 150, 160 Einsätze, die wir gemeinsam gemacht haben, bei allen Dingen, wo wir gemeinsam waren. Und das Schöne daran, das sage ich jetzt, nachdem es doch schon 5 Jahre her ist, dass wir das letzte Mal miteinander am Bildschirm waren, in der Form, kommentierenderweise, das Schöne daran ist, dass die Menschen sich immer noch daran erinnern und dass es den Leuten in Österreich und außerhalb von Österreich, die zugeschaut haben, immer noch fehlt. Und so ist es und deswegen seid ihr beide auch da, weil ich mich ja wirklich sehr freue, weil es ist in unserer aller Erinnerung, Seeger und Assinger war schon eine klasse Geschichte. Armin, wir sind ja mächtig stolz, weil wir in Graz sind. Wir wissen alle, oder die es nicht wissen, werden es jetzt erfahren, der Armin Assinger ist ja eigentlich ein gebürtiger Grazer. Das soll ja auch hier mal festgehalten sein. Man hört es ihm nicht wirklich an, aber wenn man jetzt so fragt, wie viel Graz ist im Armin Assinger eigentlich noch drinnen? Das ist die gute Frage. Ich meine, ich habe da gelebt, glaube ich, gelebt, geschrien und die Windel voll gemacht. Ich glaube, bis ich so 5, 6 Monate alt war. Mhm. Die Situation war die, dass mein Vater da schon am Rieschl gegangen ist. In Kärnten hat es das nicht gegeben, damals in die 60er Jahre. Und wie es halt war, bei einem Liebespaar ist die Frau Mutter mitgegangen, hat beim Kastner gearbeitet und schwanger gewesen und so weiter. Und die Niederkunft war dann halt da in Graz. Und bin aber eigentlich natürlich schon in Kärnten daheim von dem her. Aber die Geburt, wie gesagt, war da in Graz. Deswegen komme ich immer sehr gern zurück nach Graz. Irgendwie wird man da sentimental, wenn man sich seine Geburtsstadt anschaut. Also gibt schon noch so ein bisschen eine emotionale Bindung zu der Stadt. Erstens die emotionale und zweitens auch eine gewisse vermannschaftliche Verbindung, weil mein Onkel lebt da draußen, meine Cousins sind da auch groß geworden und sind, einer ist noch da zum Beispiel, der zweite ist in Wien. Aber es ist eine Verbindung da, ganz klar. Das heißt, er kommt auch ab und zu wieder nach Graz und man kann ihn hier auch, wir werden nicht drüber reden, was der Armin Assinger noch alles sonst noch so treibt, außer kommentieren und Millionen schon machen, aber er lässt sich ab und zu in Graz anschauen. Schon, nicht nur beim Stadtgespräch. Heute war wieder so eine lässige Situation, kurz vorher war ich da drüben im Kaffeehaus noch in dem Einkaufszentrum einen Kaffee trinken und wie ich zahlen will, ist dort ein älterer Herr und deutet irgendwie mit Händen und Füßen und die Kölner schaut dann her und dann sag ich, was ist denn? Und dann sagt er, nein, sie sind eingeladen. Dann haben wir gesagt, da gehe ich öfter her. Da sind die Grazer. Ja, das war letztlich. Schlimm wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, sind Sie der Gregor Witzfang von Steiermark 1? Und da hätte ich es geschafft, aber jetzt wahrscheinlich nicht so da. Du oft einmal sagst zu mir, Herr Assinger, ich schaue jede Folge Millionenrad. Dann sage ich, ja, aber das ist der andere, der hat einen Bord. Aber man kennt euch. Robert Seeger, auch ein Grazer, lebt ja auch hier. Aber ich glaube, obwohl er schon erwähnt hat, er ist jetzt nicht mehr so aktiv im Geschäft beim ORF. Aber er ist immer noch, glaube ich, fest auf Achse, oder? Auf Achse bin ich. Ich gebe meiner Frau etwas von der Zeit zurück, die ich hier genommen habe, über 40 Jahre im ORF. Das ist gar keine Frage, wir machen viel gemeinsam. Aber ganz aufhören möchte ich sowieso nicht, solange es geht, solange man sich gut fühlt. Der ORF hat sich leider von uns Älteren getrennt. Schade.
Die Menschen draußen bedauern es eh. Mhm. Er wäre gut beraten gewesen, ein paar länger zu behalten, aber das ist gut. Ein anderes Kapitel. Ja. Ich mache jetzt bei einem anderen Sender bei Puls 4 im Winter Skicross-Weltcup und vielleicht ab nächsten Jahr Champions League, denn die haben die Rechte für die Champions League. Das ist natürlich eine tolle Geschichte und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, auf einen Robert Seger kann man, glaube ich, nicht verzichten und die, die es nicht tun, sind gut beraten, ohne jetzt falsch zu schmeicheln. Aber eines, das müssen wir auch noch klären, er hat ihn heute an, den Norweger Pulli. Vielleicht nur kurz die Geschichte dazu und die Verbindung zum Norweger Pulli scheint noch immer gegeben beim Robert Seger. Die Geschichte zum Norweger ist ganz schnell erzählt. Meine Frau hat mich fürchterlich zusammengeschimpft, als ich in Kitzbühel, als wir erstmals im Bild waren, mit einem Sakko saß. Also ich gesagt, bist du verrückt? Bei einem Skirennen kann man nicht in einem Sakko sitzen. Okay, im nächsten Jahr habe ich auf sie gehört, habe mir vorher einen Pullover gekauft, der ein paar Andeutungen von einem Norweger hatten. Es war gar kein echter Norweger. Den habe ich dann gehabt, 3 Tage angehabt. Beim Heimfahren im Zug am Montag in der Früh lese ich eine Kolumne in einer Tageszeitung, in einer größerformatigen Tageszeitung, in der man hämisch gemeint hat, der hat nur einen Pullover, wird der eigentlich nie gewaschen, etc. etc. Ja, ja. Und meine Frau hat daraufhin gesagt, nimm das nicht krumm, hab ab sofort jeden Tag einen Pullover an. Und daraus wurden dann 50, 60, 100 Norweger Pullover, die ich im Laufe des Lebens gehabt habe. Ich habe etwa die Hälfte davon immer noch und die andere Hälfte habe ich für wohltätige Zwecke zur Verfügung gestellt. Und auf eins bin ich besonders stolz. Nur der Armin und der Hansi Hinterseher waren die einzigen, die auch einen Norweger Pullover in der Sendung tragen. Durften! Und in den letzten 5 Jahren hat sich von meinen Nachfolgern keiner getraut mehr mit einem Norweger Pullover dort zu sitzen, weil sie sagen, der macht dem Seger nach. Ja, das heißt ja auch schon was. Wenn wir jetzt wieder zum Armin, wenn man sich die Karriere ein bisschen anschaut, also über das Babyalter sind wir jetzt einmal hinaus, dann war er ein durchaus erfolgreicher Skiweltcup-Läufer, dann der Gendarme kam davor noch, dann plötzlich der Sprung ins Showgeschäft als Moderator, wir kennen ihn ja von der Millionenshow, auch als Coach unterwegs. Ich meine, so eine Karriere und so einen Lebenslauf kann man nicht wirklich planen, das passiert einem, oder wie war das beim Armin Hassinger? Kann man eigentlich sagen, dass das mehr oder weniger passiert ist. Es war so, dass ich mich 89 schwer verletzt habe und dann das erste Mal und mir gedacht habe, irgendwie war recht beim Skizirkus dabei zu bleiben. Habe den Franz Krinedl, den Sportchef, gefragt, ob das mit dem Co-Kommentieren was wäre. Ich sage, ja, mach gleich. Dann habe ich wieder einmal reingeschnuppert, 89, 90. Und danach bin ich wieder in den World Cup zurückgekommen und habe danach diese 4 Siege eben gefeiert. Ja. Und habe einmal den Fuß in der Tür gehabt. Und daraus ist dann eben im 95er Jahr, nach Beendigung meiner Karriere, eben diese Co-Kommentiererei entstanden. Die ist dann gut angekommen. Hat mir auch selber getaugt. Ich habe irgendwo meine Vorbilder aus Amerika gehabt. Der Todd Brooker, Kanadier, hat das dort schon gemacht. Und der Andy Mill, alter Fuchs bei den Skifahrern, ältere Leute, die ich noch kennen. Und das hat mir immer gefallen. Das Lockere, wie die geredet haben und so, nicht so diese Sterile. Weil Sport hat immer mit Emotionen zu tun und da muss man ganz laut kriegen und da muss man mal am Tisch hauen, wenn irgendwas schlecht war. Oder und das so sagen können, was der Robert Seger nicht sagen darf. Nicht? So genau, das ist das Gute daran, weil das war ja nicht immer erwünscht, Emotionen zu zeigen, wie wir ja wissen. So gewisse Leute geben, die das unterdrücken haben wollen, aber wie immer gesagt, uns ist das wurscht, die Leute wollen. Nicht gefährdet. Man kann es offen und ehrlich aussprechen. Der damalige Sportchef hat immer gesagt, zu mir hat immer gesagt, der Armin muss nur auf deine Fragen antworten oder darf nur auf deine Fragen antworten. Genau. Ich habe gesagt, ja, ist schon alles in Ordnung. Sag's ihm selber, habe ich gesagt. Sag's ihm selber. Hat er sich ja nicht getraut, ihm sagen. Nein, wir haben. Ich sag's noch einmal, so wie es den Menschen gefallen hat, so wollten wir es machen und so haben wir es gemacht. Ja, weil es am ehrlichsten ist, ganz einfach. Der Erfolg gibt dir ja immer recht, nicht? Und aber es ist schon. Das hat sich dann, ist eben weitergegangen mit dem Kommentieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir gedacht, na gut, dann habe ich einmal die Romy gewonnen, 98er Jahr. Und irgendwann habe ich dann gesagt zu Kathi Zechner damals, Hurens Zufahrt Zechner, grüß Gott, ich bin der Assinger. Ja, ich weiß, wer du bist. Dann sage ich, gut, wenn du zu mir du sagst, sage ich auch du zu dir. Also Kathi Zechner, servus, ich bin der Assinger. Und wenn ihr einmal irgendwas habt, irgendwas, eine Show mit Action oder irgend sowas, der Sport hat meine Nummer. Und tatsächlich 14 Tage später war leider das Telefon, wir hätten jetzt da was, das als Glück gehabt, in weiterer Folge dann extrem, waren einfach so wilde Geschichten, so Reality-Fernsehen war das. Ja. Wilde Geschichten, die aber immer wieder gut ausgegangen sind. Später wurde es erweitert um Skurrilitäten noch dazu und das haben wir dann gemacht bis Ende 2001. Und dann hat sich plötzlich die Chance aufgetan, zum Casting zu fahren, Millionen schon, und alles andere ist dann eh Geschichte. Also das war ein Selbstläufer dann, aber schon ein bisschen aktiv vom Armin Hasing, weil ich gedacht habe, ich denke ein bisschen weiter. Du, ich sag Skifahren kann man nicht ewig, ne? Ja, das ist richtig. Und immer dann
irgendwann gedacht beim Kommentieren, ja, die fixen einmal, jetzt sind kommen wir da eigentlich gut an, jetzt werden sie mich hoffentlich mal entdecken für irgendwas. Gell? Und dann bin ich aber wirklich... Das hoffe ich auch. Wie nennt man das? Wir sind, glaube ich, heute proaktiv hingegangen, ja, ja, und gesagt, du, wenn es was ist, da war ich und so weiter. Oft müssen wir die Leute zum Glück zwingen. Na, na, und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Aber weil es gerade erwähnt wurde von euch beiden, also diese Symbiose, nicht? Der Sportler und die Show. Ja? Gehört zusammen. Gehört das zusammen, gell? Also Show ist immer, Sport ist immer zu einem Teil Show, das ist Hansi ganz klar. Hansi Hinterseher, ich hab's ja schon erwähnt. Kannst du die Menschen auf verschiedenste Art und Weise, wenn etwas besonders erfolgreich ist, dann sehr euphorisch. Wenn etwas negativ ist, dann sehr kritisch. Mhm. Aber du musst dafür Unterhaltung sorgen. Das war unsere Philosophie. Nicht nur nackte Information, sondern wir müssen etwas dafür tun, dass die dort daheim sitzen, sich unterhalten, eine Freude haben und, wenn es der Glück hast, dir vorhin recht geben. Genau, und das war unsere Prämisse oder meine Vorgabe irgendwo. Ich wollte immer, dass die Leute daheim, wenn wir jetzt von einem Fehler geredet haben, dass die dann gesagt haben, Mama, schau, du hörst es. Der Aslinger hat es gesagt und der Seger auch. Und ich habe dir gesagt, der hat da einen Fehler gemacht. Ja, ja, ja. Und, ja. Dann, und das war das, wo man gedacht habe, da wollen wir hin. Bestätigung des Zuschauers für das, was er denkt. Weil ja, es denkt ja, die meisten denken ja mit, ja, und schauen sie, was ist jetzt da. Das, ja, bedenkt aber natürlich auch, dass man die Sprache des Zuschauers spricht. Nicht? Also, dass man nicht so allglatt ist, sondern wirklich, nein, so wie sie gesagt haben, die Emotion auf der Lippe und auf der Zunge trägt und sagt, was Sache ist. Nicht? Nein, wir haben da kärntnerisch eingebaut, ja, also ja, von ihm aus Unterricht in kärntnerisch und alle möglichen Gags gemacht. Das, was den Leuten gefallen hat. Wir haben es wirklich ausgereizt bis ins Letzte. Wir haben sogar teilweise unsere Zuseher außerhalb unserer Landesgrenzen, nämlich von Österreich, begrüßt. Ja, ja, stimmt. Zum Ärger mancher Schweizer Kollegen. Ja. Ist es umgekehrt auch so, man, der Armin ist für sich eine Einzelerscheinung, dass es an solchen Typen fehlt? Sowohl im Show- und Sportgeschäft. Schau, von mir aus kann ich nur sagen, der Armin war ein Sonderfall für den ORF. Jetzt einmal nicht von der Unterhaltung her, das ist ein anderes Kapitel, sondern zunächst einmal vom Sport. Denn im Laufe meiner gesamten Tätigkeit habe ich gehabt unzählige, mindestens ein Dutzend ehemalige, teilweise erfolgreichere Skifahrer noch, als der Armin es war, ja, mit noch mehr Erfolgen. Die haben das aber nicht gebracht. Das ist nicht jedermanns Sache. Es muss passen. Und bei ihm hat alles gepasst. Die anderen waren nüchtern, trocken oder haben überhaupt keinen Schmäh gehabt. Er hat den Schmäh gehabt und wir haben einfach zusammengefunden innerhalb von 3 Rennen. War das jemals, der Robert Seger hat es ein bisschen anklingen lassen, dass man versucht hat, den Armin Assinger ein bisschen zurechtzubiegen, allglatt zu machen, so wie man halt Fernsehen angeblich machen sollte, oder hat man ihn dann doch gelassen und hat nur dem Robert Seger gesagt, er darf nur antworten, wenn er gefragt ist? Na, manchmal ist das schon auch bis zu mir durchgedrungen. Es hat den Kassen nach der Sendung von der Regie, zum Beispiel in Wien, dann den Sportchef anrufen. Nicht? Dann habe ich gewusst, jetzt kriegst du wieder einen Schädel. Ja. Das habe ich halt gemacht. Aber ich habe eigentlich gedacht, nein, das, was... Ich habe mich auch abgesichert bei anderen Leuten, die sich ja im Skifahren gut auskennen. Weißt du, mein Vater zum Beispiel war mein erster Trainer. Ja. Stadlgeprüfter Skilehrer. Der Vater von Werner Franz war mein Trainer. Andere Leute, die sich im Skifahren gut auskennen, der Rennchef von Atomic, sag ich, bitte, hörst du das noch mal an, hab ich da echt einen Scheiß geredet oder was? Nein, das war das fachlich tadellos und das war immer mein Argument. Dann sag ich, du, pass auf, das, was ich sage, ist das Fachliche und wenn daneben ein Spruch auskommt, okay, das gehört dazu. Und, aber ich weiß, dass ich Ahnung habe vom Skifahren und die lasse ich mir auch nicht nehmen oder schlecht reden. Nehmt es oder lasst es. Und dann haben wir natürlich, dann waren wir halt einmal wieder, eine Sendung haben wir uns wieder ein bisschen zurückgehalten oder bei einem Rennen und dann haben wir wieder getan, wie wir gemeint haben. Also aber eben diese Schmäh, diese Lockerheit, der direkte Zugang, ist das etwas, wo Sie sagen, das fällt auch mittlerweile im Spitzensport ein bisschen, wo Sie das sich jetzt anschauen, so zu Ihren Zeiten, wenn Sie das vergleichen, wie Sie unterwegs waren und wie es heute ist, merken Sie, dass ein bisschen der Schmäh fällt, auch im Sport? Das ist klar. Ich meine, aber es ist so, dass natürlich auch zu meiner Zeit, wir waren auch, wie soll ich sagen, schmähresistenter im Vergleich zu Franz Klammers und Werner Griesmanns Zeiten. Es ist also Entwicklung. Ja, ja. Aber ich merke es, mein Bruder ist im Europacup-Trainer und da höre ich auch viele Geschichten. Bei uns war das so, wir haben trainiert, dann haben wir Karten gespielt und der Gaudi gehabt oder weiß nicht. Und dann sind auf Nacht angesessen, 2 kleine Bier und dann haben wir gut geschlafen. Heute hört man, dass die halt Mittagessen oder Abendessen und sind sie weg und sitzen schon wieder beim Laptop oder da beim ist es, andere, ja, das iPad und dann jemanden andrucken und Facebooken und Twitter und das Soziale kommt irgendwo zu kurz. Und was aber auch dazu gehört, weil du verbringst ja mit Leonard Stock, da habe ich in meinen letzten 2 Jahren mehr zusammengeschlafen mit meiner Frau. Was ich meine? Das ist so Sachen, die natürlich wichtig sind. Ja. Auch bei Ihnen, nicht? Also ich meine, den Robert Seger,
Er ist ein wandelndes Sportlexikon. Ich meine, das Wissen, das der Robert Seger zusammengetragen hat und seinem Hirn hat, ist wahrscheinlich für sich schon unverzichtbar. Aber so eine gewisse Lockerheit ist ihm auch geblieben. Wenn Sie heute, ich will nicht, dass Sie Kollegen jetzt kommentieren, aber wenn Sie die ganze Szene so beobachten in der Sportkommentatorenkabine, wie geht es Ihnen als Konsument? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Sind Sie ehrlich? Okay. Dann schaue ich mir wenig Skirennen an und wenn, nicht im ORF. Aber nicht, weil alle so schlecht sind. Ja, arbeitet aber noch, gell? Das aber ich mache nicht mehr so viel. Sehr selten. Nein, nicht deshalb, sondern weil ich einfach nicht mitkommentieren will. Ich kenne jede Ecke, ich kenne jede Stelle und ich will nicht mitkommentieren. Ich habe das am Anfang ein paar Mal geschaut, sag, bitte sag endlich, siehst du nicht, dass der zurück ist? Oder siehst, also deswegen wenig. Ich muss eines sagen, zur Entschuldigung für meine Nachfolger. Sie wurden wirklich... glaube ich, mit Brom oder was gespritzt, damit sie möglichst ruhig sind und keine Emotionen mehr zeigen. Jetzt gibt er Gas. Und aus dem herauszukommen, ist es relativ schwierig. Ja. Und ich sage ganz offen und ehrlich, mir persönlich macht es heute Riesenfreude, wenn die Menschen noch immer nachtrauern. Ich hätte mir das nie gedacht. Ich habe immer gedacht. Sie brauchen wenigstens die Nationalmannschaft nicht mehr kommentieren. Das ist wenigstens auch was Schönes. Fußball, das ist. Erlebt man nur für Sturm Graz. Ja. Da und da waren wir Pokalsieger und Meister in letzter Zeit, glaube ich, der zwei Jahre. Nein, aber um das nur fertig zu sagen, es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass. Alle wissen viel, gar keine Frage. Mhm. Die wissen genauso viel wie ich. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Es sind fesche Burschen, sprechen wunderschön und alles. Was fehlt für mich als Konsument, wenn ich zuschaue, ist ein bisschen das Herz, die Emotion. Und jetzt komme ich zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ich habe mich bei all den Sachen nicht so aufgeregt, wie die Leute immer geglaubt haben, sondern das gehört dazu. Das bitte, wenn das unsere Aufregung gewesen wäre, dann hätten wir keine 5 Stürze vom Hermann Mayer wie Nagano überlebt. So ist es, ja. So ist es. Aber über das reden die Menschen noch heute. Aber das Schöne ist, ich muss ja irgendwann einmal Schluss machen. Ja, so leid es mir das und das Herz blutet mir. Aber der Robert Seger, er hat gesagt... Wir überziehen geht immer, oder? Ja, so ist es. Haben wir auch immer. Wir arbeiten, sind wir gewöhnt, dass wir überziehen. Mach ich schon längst. Robert Seger, er hat gesagt, erleben wir weiterhin Puls 4. Super Sache, auf das freuen wir uns schon. Und den Armin Assinger erleben wir sowieso. Einerseits Millionenshow, das geht ja weiter. Als Coach, das ist ein bisschen zu kurz gekommen, er gibt ja sein Wissen weiter. Ja, Coach ist ein bisschen übertrieben. Es gibt so einen herrlichen Ausdruck, einen englischen. Der Kerry Mullen, das war ein ehemaliger Abfahrer, ein Freund von mir, der macht in Kanada drüben Motivational Speaking, nennt sich das. Also Motivationsvortrag, würde man bei uns sagen. Und das tun die Leute gerne ein bisschen übertreiben und sagen, Assinger macht Seminare oder Coachen. Das stimmt nicht, sondern versuche einfach anhand einer Fahrt auf der Kitzbüheler Streif, die seziere, auseinandernehme. Wie wichtig ist der Start? Was passiert beim Sprung in den Mausefall? Der Sprung ist ungewisse. Ja. Parallelen herzustellen zwischen diesem Spitzensportlerleben und unser aller Leben, wie es in der Wirtschaft passiert, wie es im Privatleben, Berufsleben und so weiter eben zugeht. Und wie wichtig Motivation ist natürlich, Einstellung, wie wichtig Durchatmen ist, all diese Dinge. Und das macht er in seiner typischen Armin Assinger-Manier und deswegen ist es wahrscheinlich erfolgreich. Wie so immer typisch ist, aber ich mache es wieder Assinger. Also, super, meine Herren, wie immer ist. Ich gebe die Hoffnung auf, ob wir euch vielleicht wieder mal im Doppelpack in irgendeiner Form erleben, werden wir sehen. Es bleibt zu hoffen. Ich danke euch sehr, dass ihr meine Gäste wart. Das war eine ganz klasse Geschichte. Hat mich gefreut, mit euch geplaudert zu haben. Wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Und Ihnen, meine Damen und Herren, was soll ich jetzt noch sagen? Assinger und Seger, wir freuen uns. Wiederschauen. Wiederschauen. Wir sehen uns. Dankeschön. Dankeschön. Super. Sehr schön. Das war's. Jawohl. Danke.